Hallo, willkommen bei einem neuen Interview bei mir. Du darfst dich gerne mal vorstellen. Ich wohne jetzt in Hildesheim hier, in Hildesheim, und ich bin Jan Meyers. Okay, gut. Da habe ich mal die allererste Frage an dich. Welche Behinderung hast du denn? Ja, dann die Zeit, dann bin ich im Koma, bin ich Opfer und dann werde ich jetzt mal Schulleiter. Also, er ist leider im Rollstuhl und er hat leider eine Augenklappe. Genau, ich schiele leider. Ja. So, da habe ich mal die nächste Frage für dich. Ja. Lebst du alleine oder noch bei deinen Eltern oder in einem Wohnheim? Moment, ich im Wohnheim, weil ich zu Reha zum Laufen lernen wieder laufen lernen, ich bin im Wohnheim. Ich bin ja, ich im Wohnheim gerade. Okay, da habe ich auch noch die dritte Frage für dich. Warst du früher auf einer Förderschule oder auf eine normale Schule? Warst du früher auf einer Förderschule oder eher auf eine normale Schule? Wann früher ist die Frage? Warst du schon dein Leben auf einer Förderschule, also für Menschen mit Behinderung, oder auf eine normale Schule? Auf beiden, auf beiden. Und war in der Landschule, noch war in der Förderschule. Okay. So, die vierte Frage ist: Was hältst du von dem Mindestlohn für in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung? Was? Die vierte Frage war, Was was hast du? hältst du von einem Mindestlohn in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung? Da? Verstande? Nee, hab ich nicht. Ich sage nochmal. Ich Die bin vierte noch Frage war, was hältst du von einem Mindestlohn, das Gehalt, was derjenige dort verdienen tut? In eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das ist eine gute Idee, finde ich. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Okay, gut. Hallo? Dann sag ich mal, du kannst dich mal verabschieden. Das war ja alle Frage. Das war ja alle Frage. Beende mal das Interview hier an dieser Stelle. Du kannst dich gerne und die Zuschauer verabschieden. Also, Was hast auf du? du kannst die Zuschauer auf Wiedersehen sagen. So, auf Wiedersehen. Schau mal, was da rein. Okay, Schönen gut. Abend noch. Bis dann, Leute, und haut rein.